Moin Moin, hier ist Angelus. Willkommen zurück zu Dantes Inferno. Ja, ich starte jetzt gerade eine neue Aufnahmesession. Bei der letzten musste ich ja Schluss machen. Und was war? Hier war ja kein Speicherpunkt. Ich musste den Bosskampf gegen Antonius nochmal machen. Und was war? Ey, ohne Scheiß, ich habe den gerade beim ersten Mal besiegt. Aber gut, am Ende irgendwann muss man ja auch schnallen, wie der funktioniert, oder? So, wir können nochmal hier in Dantes Tagebuch gucken, da wo auch immer sehr, sehr interessante Sachen da drin stehen. Hier sieht man nämlich, ja, wo ich mich gerade so befinde. Ich kann auch mit dem rechten Stick so ein bisschen ranzoomen. Da habe ich angefangen, das war Dantes Haus. Und dann bin ich halt weitergegangen in die Kathedrale und jetzt bin ich schon im nächsten Kreis der Hölle angelangt oder gleich da. Also die Wollust haben wir ja hinter uns gebracht. Und man sieht dann hier auch immer, wo die Bestien, Vergil und die Verdammten stehen. Ziemlich nett. Mehr Informationen. Haben wir hier das Bestiarium. Wem habe ich denn da noch gefunden? Den Tod. Den kenne ich schon. Hier stehen doch bestimmt auch Sachen drin über die Großen. Ja, genau. Hier. Siehst du? König Minos. Den haben wir ja. Der tyrannische Richter. Lüsternde Versucherin haben wir hier mit dem Ding zwischen den Beinen. Hier. Blut von Hurenböcken. Was? Ihre Lüsternheit ist einem unspielbaren Verlangen gewichen, das nur durch das Blut von Hurenböcken befriedigt werden kann. Was sind Hurenböcke? Und die Dame hier mit den Zungennippeln, das war Kleopatra. Kleopatras Schönheit wurde allein von ihrer Machthunger übertroffen. Heute herrscht die Königin des Nils über den zweiten Kreis der Hölle und quält all jene, die im Leben der Lüsternheit erlegen. Das war also schon der zweite Kreis. Und hier Marcus Antonius, der elende Typ. So, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, und vielen, vielen Dank wieder, wie gehabt, an alle Zuschauer, die das Projekt fleißig unterstützen. Mit Baum nach oben, aber ich habe mich verbrannt. Danke für die Unterstützung bei dem Projekt. Immer schön Daumen nach oben, macht die 100 voll. So, jetzt geht's in den nächsten Kreis der Hölle. In den dritten. Okay. Ich muss weiter weg. Ich muss weiter nach unten. Hör auf jetzt. Ich wollte eigentlich ein bisschen weiter nach unten. Ey. So, rutsche ich eben damit. Was war das gerade? Mein Seil brennt? Die Dinger können anfangen zu brennen? Warum das denn? Warum sagt das keiner? So. Blöde Wandarmlos-Dinger. Ja, da kommt Feuer runter. Man sieht es so langsam dann runter. Nein, stopp. Man sieht es dann so langsam runterbrennen, das Ding. Da sieht man das, da kommen die Flammen von oben. Die dürfen mich nicht erreichen. Wow. Okay. Gedärm und Anusse sind hier auch in der Wand verarbeitet. Alter, wollt ihr mich verarschen hier? Flammen des Inferno. Hahaha, was ein Wortspiel. Nein! Ich muss auch jedes Ding mitnehmen, ne? Okay, hoffentlich verbrennt das Ding nicht. Und... hör auf zu lachen. Muss nach oben? Nein, ich muss nicht nach oben. Ich gehe eben runter. Das Vergil da unten. Und das ist eine Hand. Seht ihr die Hand links? Wir betreten den nächsten Kreis der Hölle. Das müsste Völlerei sein, wenn ich mich recht erinnere. Der dritte Kreis, Völlerei. Und nein, es hat nicht... Nein! Oh, nicht A drücken. Ich habe mir gerade das Gesicht angeguckt. Also was da links unten war. Also, Völlerei, wollte ich nochmal anmerken, hat nichts, wirklich nichts mit Rudi Völler zu tun. Auch wenn da viele, viele Missverständnisse herrschen. Feuer kommt. Oh. Nein!
Ah, das hat doch eben nicht gebrannt, oder? Das Seil, als ich darüber, dass du das kaputt gemacht hab? Nicht, dass ich wüsste. Jetzt kommt da kein Feuer. Oh, jetzt schon. Ich brenne wieder. Ich brauche halt nochmal einmal Anschwung. Das ist aber auch ein Stress hier, ey. So. Dieses Gesicht da unten, ey. Boah. Aua. Ich bin da. Die Lebenspunkte brauche ich jetzt aber auch. Und einen Speicherpunkt haben wir auch. Hervorragend. Weil von Völlerei im Leben erfasst, diese Seelen suhlen sich nun in des Regens Morast. Die Völlerei, ich sag's ja. Welche Bestie lauert dort unten? Cerberus, der große Wurm. Gleich wie ein Hund, der aus Hunger bellt, erst verstummt, wenn er im Maul den Knochen hält, bereiten die Fratzen des Dämons Cerberus den Seelen ewigen Verdruss. Okay. Cerberus, ein Wächter der Hölle, der erwartet uns da unten. Der, beschützt den Eingang zur Völlerei. Okay, was können wir denn da nochmal mitnehmen gegen den? Ach, hier kann man auch die Magie verbessern. Sturm der Lust, Stufe 2. Sturm der Lust, Stufe 2. Was habe ich denn hier noch so? Brauche ich hier noch was von? Geschosse zurück. Guck mal, hier habe ich so wenig geskillt. Bei den Dingern, dann nehme ich den hier nochmal mit. Den auch. Den habe ich da schon, 4x B, die ganzen Kreuze, die ich da verballern kann. Und dann gab es hier doch auch noch einen guten Konter, oder? Göttlicher Sturm, halte B fest und lasse in der Luft los, um deinen Gegner mit göttlicher Macht in die Luft zu schleudern. Das brauche ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, nicht. Luft schleudern. Hatte ich den hier nicht schon gelernt? Oder, ach nee, das ist Stufe 2. Desto größer ist der Schaden von göttlicher Macht. Und was ist das hier noch? Das ist der Konter. Drücke nach einem Konter B, um deine Gegner mit einem kritischen Angriff durch die Luft zu schleudern. Sieht auch nicht so schlecht aus. Das war Magie. Also Mana leveln. Um einen mächtigen Fokusangriff. Auch nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Ah, hier ist der Weg der Gerechten Stufe 2. Das ist die Magie. Der Sturm der Lust gefällt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen besser. Heiliger Schutz. Ah, guck mal. Siehst du, da kommt noch dieses Passive dazu. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Dante erleidet durch die Angriffe seiner Gegner 5% weniger Schaden. Ja, da mache ich doch erstmal einen Punkt drauf. Nein, das kostet 3000. Okay, dann spare ich darauf hin. Gut, dass ich das jetzt nochmal sehe. Es ist passiv. Und Dantes Erlösungsanzeige wird eine Zelle hinzugefügt. Auch nicht schlecht. Okay, die Sachen will ich haben. Da arbeite ich auch locker drauf dahin. So, speichern wir nochmal hier beim... Habe ich gespeichert? Nein. Fleischesturm. So. Und dann stellen wir uns Cerberus. Okay. Da sind die drei Köpfe. Eigentlich ist ja Cerberus ein dreiköpfiger Hund. Hier ist es ein dreiköpfiger Analwurm. Cerberus! Und der kotzt uns hier schon voll. Was sind das hier für Dinger? Ey! Er hat mich... Okay, man darf nicht von ihnen geschubst werden in diese Durchfallbrühe. Ich wollte aber gucken, was die machen hier. Man kommt ja gar nicht dazu. Mana wird da aufgeladen. Ah, das verbrennt die dann. Das ist auch cool. Aua.
Ausweichen ist aber echt auch so eine Sache hier. Ich will noch mal das Ding hier haben. Nein, komm. Oh. Alter Schwede, ich bin gleich tot. Nein. Immer wenn ich an das Teil rangehe, um da die Bombe zu aktivieren, macht er den Ansturm. Ich versuch's mal auf der Seite. Oh. Mal hier genauso. Okay. So, kommt noch ein bisschen Schaden jetzt rüber. Ausgewichen schön. Nein! Lass es doch! So, zweite Mal. Jetzt wenigstens. Wie oft muss ich das machen? Komm direkt. Oh! Oh, den schneiden wir ab kaputt hier. Nice. So, Cerberus, der zweiköpfige Wächter. Und ein Relikt wurde auch noch verbessert. Ah, schade. Kopf runter. Schön in die Fresse. Ach, da kommt er bitte nicht weggerollt. Was spucken die eigentlich die ganze Zeit immer auf mich? Den da vorne kriegst du echt schlecht, ey. Da drückst du immer RB und dann macht er da... Okay, okay, okay. Nicht beschweren, es hat geklappt. Gut, dass wir die Sense des Todes haben. So, und wie kriege ich den jetzt weg? Der hat nämlich irgendwie hier keine Bomben in der Mitte. Okay, er kommt selbst runter. Oh, wo werde ich denn hingeboostet? Hast du gesehen? Aha, du musst mich auch schon treffen, du Feind. Ah, wo schießt denn hin? Bringt das was, wenn ich das hier nochmal mache? Oh ja, es bringt was. Sehr schön. Jawoll. Hey, ey. Hat er mich gerade gefressen? Das wird ihr nicht bekommen. Göttliche Energie, mein Freund. Genki Dama Action. Okay, Reliquie. Azraels Schüler. Guck mal, Gottes Segen ist ja schon auf Stufe 3, ey. Das ist maximiert. Genau wie Todesklinge auch maximiert ist. Voraussetzung für Ausrüstung, Heiligkeitsstufe 1.
nee, Quatsch, ich wollte das angucken. Da. Voraussetzung, Unheiligkeit Stufe 1. Bei jedem erfolgreichen Block besteht die Chance, den Gegner zu betäuben. Ich glaube, ich wähle mal was anderes, weil ich die jetzt maximal schon aufgelevelt habe, dass ich dann nochmal ein bisschen was anderes bekomme. Erlöse Gegner und Verdammte, um zusätzliche heilige Erfahrung zu sammeln. Dann steigert das nochmal. Dann könnte ich vielleicht nochmal leveln. Weil es auch nicht so wichtig ist. Dann hat die Chance, Angriffe abzuwehren, deren Schaden, genau. Bestrafung für mehr Dank sammeln. Erhöht den Schaden von magischen Angriffen. Schaden von Dantes Griffattacken. Eigentlich brauche ich eigentlich nichts, denn wirklich. Erhöht die Rate, mit der Dante Erlösungsenergie speichert. Nö. Ich behalte den hohen Schaden irgendwie. Irgendwie ist das für mich das Praktischste. So, Cerberus ist down. Hier ist noch sein unfertiges Gesicht. Oh, es regnet hier. Magensaft. Und hier sind Magenwürmer. Die Völlerei. Ein Rudi Völler. Es gibt nur einen Rudi Völler. Au! Lass das mal. Das ist voll unhöflich, ne? Ich gehe hier nur lang. Gefährliche Darmwurmparasiten, ey. Yay, eine Judasmünze. Dankeschön. Lebenspunkte. Und Mana. Okay, das ist auch mal wieder designtechnisch echt mal die Härte, oder? Haha, wie die sich gegenseitig machen. Oh, toll. Gleich wieder rein. Das fetzt aber auch ganz gut rein jetzt hier, das Kreuz, mit den neuen Updates. Weg, 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 weg! Hau doch mal zu, hier, ich dich, ey! So, holen wir mal die Garage raus. Raus aus der Garage. Okay, zwei Würmer machen wir hier. Hier noch ein Wurm. Ja. Kommt auch nur raus, wenn ich da mich da hinstelle, ey. Einer ist hier noch. Ha, drüber gerollt. Hat mich nicht bekommen. Ey, ey, ey. Kann man die eigentlich parieren? Er hat gerade nichts mehr gemacht. Okay. Die Tür ist offen. Da ist auch eine Seele. Ich müsste jetzt aber die Punkte fertig haben, um hier diese Defensive zu skillen. Hier. Kriege ich auch schon Stufe 2 davon? Ne, 4000. Ach, guck mal, kriege ich aber auch schon fast. 10% weniger Schaden dann von den Gegnern. Boah, guck dir die Darmabfälle an. Was für Darmabfälle hier. Oh, da vorne sind Augen und Mund und alles. Mein einziger Gott war die Ausschweif. Jaco, okay. Ein Flug. Liebte mich für meine Güte. Okay. Ein Florentiner, der sein Leben damit verbrachte, seinen ungezügelten Appetit zu stillen. Mein einziger Gott war die Ausschweif. Dafür schmort er nur bis in alle Ewigkeit in den Tiefen des dritten Kreises der Hölle. Meine Güte.
Na ja, ich traf den. Sei verdammt, Sünder. So, ich nehme auch mal wieder ein paar Punkte hier für die Seite. Jetzt müsste ich schon die... noch keine 4000 zusammen. So, und ein weiterer Speicherpunkt. Hier werde ich die Folge für heute beenden. So, wir haben den nächsten Kreis der Hölle erreicht. Wir sind jetzt hier in der Völlerei, wo man sich so durch Darmgedärme Anusse bewegt. Und ja, damit geht es auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, der Kampf gegen Cerberus, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann schaltet ihr in der nächsten Folge ein, wenn es weitergeht mit Dantes Inferno. Macht's gut, ciao, ciao.